Hallo und herzlich willkommen zum Premier Cup, zur dritten Runde, zum Halbfinale. Nachdem wir Real Madrid und Barcelona zum einen besiegt, zum anderen richtig aus dem Stadion rausgekegelt haben. Und man muss sich anschauen, Barcelona hat es auch geschafft, 3:0 gegen Chelsea zu gewinnen. Der ist ja anscheinend gar nicht mal so schlecht. Geht es jetzt ins Halbfinale. Das bedeutet stärkerer Gegner. Und das Finale wartet. Gegen Bayern spiele ich immer so ungerne, das glaubst du gar nicht. Nein! Und damit war es das auch schon. Gibt aber zumindest kein Rot. Das darf mir nicht passieren. Das wird wahrscheinlich das Gegentor. Ich würde sagen, nach rechts. Ja! Sauer gehalten. Richtig sauer. Das gibt Schub nach vorne. Hoffe ich doch. Ronaldo. Benzema. Zu Ronaldo. Immer noch Ronaldo. Ey, komm. Natürlich, faul. Ich sag dir, den mache ich direkt mit Ronaldo. Komm schon. Der geht! Der geht! Was ein schönes Tor! Was ein schönes Tor! 1:0, 10. Minute. Real Madrid, Cristiano Ronaldo mit einem Freistoß-Tor. Unglaublich geil. Wie waren das 30 Meter oder so? Alter Schwede, und da ist Neuer im Tor. Super geil geschossen. Und oben läuft wieder Ronaldo. Das war jetzt ein bisschen zu viel des Guten. Er ist nicht Gott. Okay. Verdammt, verdammt, verdammt. Oh. Puh. Schön. Ganz oben läuft Ronaldo, den sehe ich schon die ganze Zeit. Oh, das war viel zu weit. Bin ein bisschen zu optimistisch, habe ich das Gefühl. Da war nix. Alles sauber. 9-11 brauche ich jetzt nicht hier. Zumindest kein gegen mich. Ronaldo, immer noch Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Oh, hätte schön werden können. Ganz oben, Ronaldo, Ronaldo bekommt den Ball, Ronaldo und Bell nochmal und Bell zieht drauf und der haut ihn 80 Kilometer vorbei. Da geht er immer in Richtung Eckfahne. Und den hält er locker. Fliegt er noch 3 Kilometer durch die Gegend. Bleibt aber im Ballbesitz. Okay, James Rodriguez, James Rodriguez, James Rodriguez macht ihn, der macht das 2:0, James Rodriguez! Halbzeitstand wird dann wahrscheinlich auch 2:0 sein, 45 Minuten, 2:0 Real Madrid durch James Rodriguez im Halbfinale vom Premier Cup, geil! Alter, nein, sowas ist mir schon seit Jahr und Tag nicht mehr passiert. Wirklich, seit Ewigkeiten ist mir sowas nicht mehr passiert. Das ist natürlich ganz, ganz schwach. Benzema. Bale. Kommt nicht ganz dran. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht einen zweiten fange. Oh, oh. Ich muss wirklich aufpassen, dass ich nicht nur einen zweiten fange. Oh, na was. Eieiei, also in der 45 Minuten 2:0 schießen und dann gleich 2:2, das muss echt nicht sein. Alonso, okay. Halbzeit 2:1, Pausenstand. Ab geht's zum Pausentee, würde ich sagen. So, zweite Halbzeit. Wir fangen an. Okay, das darf nicht passieren. Der steht viel zu frei, 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 2:2. Darauf brauche ich nochmal einen Schluck Wasser. 10 Minuten nach dem 2:0 ist 2:2. Ist ein bisschen arg viel. Okay, Freistoß. Das ist schon mal gut. Schauen wir mal, ob er einen hinstellt. Ja klar, aber er stellt Lahm hin. Das kann trotzdem gut funktionieren. Ich versuch's einfach mal.
Ja, okay, der war dann in der Drange, ne? Einfach mal rein mit Ramos. Ja, ja, ja! 3, 2, Ramos! Schön! Den kriegt dann selbst der auf dem... Den muss ich einholen, den muss ich einholen, ich muss ihn einholen, ich muss ihn holen, ich muss ihn holen! Oh, na was! Ronaldo, 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 Ronaldo. Immer noch Ronaldo. Ronaldo, mach ihn, mach ihn! Und ist einer. Den bringe ich direkt schön in die Mitte. Leg ihn nochmal ab. Und er darf schießen. Drin. Los. 4, 2, Finale. Ich komme. Komm, den kriegst du. Schön. Modric. Nochmal ablegen. Nochmal ablegen. Und Bale macht ihn zum 5 zu 2. Theoretisch zu hoch, ist mir egal, der Gegner geht auf. Film, Gegner wurde unterbrochen. Spielbericht entscheidet. Alles klar, okay. Wir sehen uns im Finale wieder.